Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute treten wir gegeneinander an. Pink gegen Blau. Wow. Und oh der Gewinner, Gott. Oh mein Gott, Leute, der Gewinner bekommt 10.000 Euro. Nicht vergessen, unser neuer Hashtag ist Hashtag Team Pink. Wenn ihr mich liebt, dann haut das jetzt in die Kommentare los. An der Stelle nochmal danke an Showdown in Berlin, dass wir hier drehen dürfen. Und Leute, schaut euch das hier mal an. Das ist das Siegerpodest. Der Gewinner kommt hier oben drauf. Würdest du dich also fühlen, wenn du gewinnst? Oha. Oh mein Gott, auf jeden Fall Fendi ist auch am Start, schaut euch das mal an. Oh mein Gott, Leute, wir sind in Level 1 angekommen und nicht vergessen, der Gewinner kriegt Preisgeld, das ist so krass. Das ist Stapelgeld, Leute, das ist 10.000. Das ist so krass. Und das kommt dann hier rein und man darf es dann so rausschießen. Yes, oh mein und Gott, schaut ich mal. Muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen, nicht du. Und das ist Level 1, das heißt, wir müssen hier Pfeil und Bogen spielen. Oh mein Gott. Wer am nähersten zu 10 kommt, der hat gewonnen, ne? Ja. Also Leute, wer beim Pfeil und Bogenschießen näher hier reintrifft, der bekommt den Punkt für dieses Level. Let's go! Let's go! Los, Badisch, oh los. Gott, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er daneben geht. Also, so. Mir okay. Und getroffen. Und das ist die? Lass uns mal kurz schauen. Die ja. Weiße 6. Okay, okay, okay. Leute, ich hoffe, ich habe mehr Glück als Badisch. Oh mein Gott. Wie funktioniert das Ganze nochmal hier rein und dann einfach durchziehen, ne? Durchziehen. Und ich hoffe, ich triff die 10. Wow. Der war ja mal richtig daneben. Ey, die zählt nicht, oder Leute? Das okay, komm, nicht. Ich gebe dir noch komm, eine Chance. Komm, Konzentration und... Nein! Nein! Oh, der war auch überhaupt nicht gut. Ja, okay, komm. Ich lasse dir das jetzt zählen. 7. Leute, hier ist auch schon Level 2. Level 2 ist wirklich krass. Das nennt sich Buzzer Zone. Und kommt mal jetzt rein. Let's go. Oh mein Gott. Leute, wir sind jetzt in der Buzzer Zone. Und ihr könnt schon sehen, das ist der Buzzer. Drückt mal rauf. Okay, warte. So, okay, habt ihr verstanden? Hier. Und zwar gibt es hier vorne diese Bildschirme. Und uns werden jetzt Fragen gestellt, und zwar Disney-Fragen. Also wir müssen die Disney-Charaktere erkennen und der Erste, der hier raufbuzzert, der gewinnt, wenn die Frage richtig beantwortet wurde. Das ist die erste Frage. Weißt du's? Ja, ich glaub schon. Wer ist es? Dark Raider? Was hat sie gesagt? Dark Raider? Aha, schauen wir mal, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, wie er heißt. Darf ich nachlegen? Wenn du möchtest, kannst du nachlegen, ja. Okay. Leute. Ich sage Darth Vader. Darth? Das ist richtig. Yes! Jawohl! Das hier. Warte, ich komm schon! Guck mal, ich lasse extra Zeit. Cinderella. Möchtest du nachpassen? Ja! Und zwar? Elsa! Das ist Elsa. Ich zeig euch das nochmal. Elsa, und hier stehen dann immer die Antworten. Oh, Ariel. Das ist natürlich Ariel. Leute, ich verliere hier gegen Gantel. Was geht hier ab? Also ganz souverän mit 18 Punkten hast du das gewonnen. Aber hier drüben waren 5 Punkte. Aber ich glaube, bei dem Spiel hattest du einfach keine Chance. Ich hatte sorry, keine Chance. Mannisch. Die Punkte gehen verdient an Gantel. Das nächste Level, Leute, das wird richtig krass. Ich glaube, da habe ich ein Heimspiel. Schau mal, es wird gerade aufgebaut. Da hinten? Ja. Mit dem BMX? Ja. Wow, wie cool. BMX Parkour machen. Es steht 2:0 für mich, Team Pink. Leute, seid ihr für Badisch oder für mich? Kommentiert das mal hier unten. Das ist das nächste Level. Nächste Level, wie vierte sind wir schon? Dritte das Level, ist das oder? Dritte Level. Und schau dir das mal an, du hast ein mega cooles BMX Bike. Ja, du kannst hier auf jeden Fall einmal deine Runde drehen. Okay, okay. Aber ich erkläre mal schnell die Spielregeln. Und zwar müssen wir mit dem BMX Bike hier an die Startlinie und da an die Ziellinie. Okay, das hört sich ja eigentlich ganz einfach an. Ja, oder? Du musst jetzt auf jeden Fall auch mal versuchen zu gewinnen, Badisch. Ja, aber es geht nicht darum, wer als Erster an die Ziellinie kommt, sondern wer als Letzter an die Ziellinie kommt. Oh mein Gott! Das heißt, du musst so langsam wie möglich balancieren und da ankommen. Okay, let's go, ich bin bereit. Ich muss mir auch mal endlich mal einen Punkt holen, Mann. Das geht so gar nicht. Nein, wir gewinnen Team Pink. Fertig, los! Oha, das ist wirklich nicht so einfach. Wir müssen langsam da ankommen.
Und wer absetzt, der verliert, ne? Das war gerade meine Fahne. Damit schauen wir. Wir sind jetzt im Halbfinale. Wer jetzt gewinnt, entscheidet auch, ob wir jetzt ins Finale gehen oder nicht, ne? Stimmt. Weil du musst jetzt einen Punkt machen, damit es Gleichstand ist. Stimmt, oh mein Gott, Leute, ich muss jetzt richtig Mühe geben. Und schaut euch das mal an, das ist das Game. Wir müssen diese Becher aufbauen, genauso, 3, 6, 3. Aber dann natürlich auch wieder abbauen. So, versteht ihr? Okay, okay. Und wer als erstes das schafft und die Hände oben hat, bekommt den Punkt. Ich hoffe nicht, weil sonst hast du ja jetzt schon gewonnen. Leute, bleibt jetzt dran, weil ihr müsst sehen, wer ins Finale geht. Ich muss mir jetzt richtig Mühe geben. Let's go! Oh mein Gott, Leute! Ich hab das noch nie gemacht. Ne, ich habe das immer irgendwo gesehen, aber ich habe es noch nie selbst gemacht. Okay, ich probiere das mal ganz kurz. Boah, bei mir sieht es jetzt schon mal richtig schlimm aus. Was passiert hier, Leute? Erst die Hände hier auf dem Tisch. Okay. Und wenn wir fertig sind, Hände hoch. Okay, oh mein Gott, oh mein Gott, Halbfinale! Leute, okay. Das wird so krass. Los, los, also, los. 3, 2, 1, los. Ein Dreierturm. Und wieder abbauen, ne? Wieder abbauen. So, Dreier habe ich gehört. Oh nein. Jetzt wieder abbauen. Okay. So, so. Oh nein. Yes. Yes! Ich komme jetzt auch ins Finale rein. Leute. Wie fühlt sich das an, gegen mich zu verlieren? Mann, ich bin traurig. Erzähl. Ich wollte jetzt gewinnen. Aber Leute, das bedeutet, jetzt kommt das große Finale. Und diese Aufgabe wird richtig krass. Das ist keine einfache Aufgabe. Kommt jetzt mit. Wir gehen jetzt ins Finale. Das Finalspiel heißt Wiegen. Wir müssen einfach wiegen. Also ich erkläre euch das nochmal, kommt mal mit. Uns werden halt Aufgaben gestellt, wir sollen eine bestimmte Grammanzahl wiegen. Dann zum Beispiel nehmen wir uns hier von diesen Perlen, bringen sie dann in diese Schale. Hier, könnt ihr die Schale sehen? Ja. Seht ihr, das kommt dann hier rein. Und danach nehmen wir das hier, das kommt dann hier rein. Könnt ihr das sehen? Hier ist die Grammanzahl. Wer näher dran ist an dem gesagten Gewicht, der bekommt den Punkt. Und es geht 3 Runden lang. Und wer hier gewinnt, der gewinnt das Finale und gewinnt das gesamte Game. Okay, ich bin auch bereit. Wunderbar. Das ist das Erste, was ich gerne hätte. 200 Gramm im Teelichter. Teelichter, okay. Keine Ahnung, Leute. Ich mache jetzt mal einfach irgendwas. Okay, das müsste es sein. 200 Gramm. Okay. So. Wir kommen, wir gucken rein. Komm. Okay, zeig mal, was du hast. Zeig mal, okay. So wenig hast du? Das ist schon ein bisschen mehr. Oha. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, okay. Ich bin Erster und. Oh, oh! 88! Und du hast 62. Weiter geht's, Leute, oha, ey. 150 Gramm Hügelberg. Okay. Ey, das sieht voll cool aus. Wie schön bunt. So. Kurz wiegen. Nee, ist noch zu wenig. Schaut euch das mal an. Ich glaube, eine Perle, sei mal ehrlich, eine Perle würde ich jetzt mit 1 Gramm schätzen. So, das kommt hier rein. Ja, okay. Ich bin, glaube ich, fertig, warte. Okay, die sehen wirklich ähnlich aus. Sieht gleich aus. Das ist der Snow. Oh mein Gott. Das erste ist wieder reinschütten. Warte, du erst mal? Ja, das schütten wir rein. Ihr könnt ihr sehen, 0 Gramm. 219. Ah, oha. Nein, jetzt noch 1 Gramm weniger, als hast du ja schon den Punkt, ne? Ja, 100 Gramm in Streichhölzer.
hoffe, das ist richtig. Okay. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. So, mach du mal rein. Da, fang mal an. Dann schau du mal rein. 80. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein! Ja! Ich hab gewonnen! Sorry, Marsch, du warst wirklich gut, aber okay. Team Pink hat gewonnen! Oh mein Gott. Okay, verdient. Yeah. Du hast verdient gewonnen. Yeah. Das Preisgeld gehört dir. Hier. Der Plaha. Yeah. Wir machen noch eine Mini-Siegerehrung. Was hältst du davon? Yeah. Das war, glaube ich, hier. Ja. Komm mit. Okay. Hier ist das. Wow. Your Showdown. Du darfst hier auf den ersten Platz gehen. So. Oh mein Gott. Verdienter Sieg. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Yes.